Okay, Auto. Auto, Auto. Was haben wir denn da alles rumstehen? Wait. Ich hab ein U-Boot drauf war, unten am Hafen, auf einem Schiff der Daisy Lee. Du könntest irgendwie die Taue kappen und vielleicht gibt's einen Fahrzeug zum Runterlassen. Wait. So, Ron hat seine Fotos erhalten, das ist auch ganz toll. Eine Anzeige unten, wo man einen Heli kriegt, wie du ihn brauchst. Boss ist Fort San Kudo. Halt Ausschau nach anderen Helis im Gebiet. Vielleicht wäre es vielleicht einfacher, wenn du sie zuerst aushaltest. Danke, Wade, aber wir haben jetzt mal gerade was ganz anderes vor. Ein Ocelot F620 Coupé fahren wir jetzt. Wir fahren jetzt diesen komischen Typ, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das Kopfgeld zumindest einsammeln, für die gute Maud, deren Namen ich nicht vergessen habe. Was sagt uns das jetzt? Oh, alles klar. Es sind ja nur 7 Kilometer. Na gut. Gut. Was soll ich denn 7 Kilometer lang erzählen? Hoppla, entschuldigen Sie, junge Frau im Frühling. Das wird bestimmt wieder gut. Keine Ahnung, was ich 6,5 Kilometer lang erzählen soll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht sollte ich mal wirklich so eine Liste machen, wie das andere große Let's Player tun, wenn irgendwie eine kleine Durststrecke an der Action läuft. Ach, das kriegen wir schon hin. Einfach so. Ich könnte erzählen, was ich gestern gemacht habe, aber was habe ich gestern groß gemacht? Ich habe gestern GTA gezockt. Ich habe nämlich gerade Urlaub. Ich habe. Moment. Nee, ich will nicht das Auto, ich habe mich verfahren. So. Ich habe mich gerade Urlaub und was habe ich gestern kurz gemacht? Ich habe GTA gezockt und ja, dann habe ich wieder gerendert wie so ein Geisteskranker. Am liebsten würde ich das Spiel komplett durchspielen, aber irgendwann macht ja auch mal meine. Was? Ich habe da nur mal für eine Sekunde darüber geguckt. Weil ich mir gerade gewahr worden bin, dass ich ja auch mal auf meinen Festplattenplatz gucken muss. Also, was wollte ich erzählen? Irgendwann macht meine. Okay, die Kiste ist im Eimer. Irgendwann macht meine Festplatte ja auch mal die Biege, wollte ich sagen. Okay, wir suchen uns ein. Wow, bleib mal locker. Irgendwie besuchen wir uns ein neues Auto hier im Stau. Der hier. Sollte reichen, sollte schnell genug sein. Come on, out of the car, lady. Ja. Und dann bin ich morgens aufgestanden und habe weiter gerendert und weiter gecuttet und weiter Musik unterlegt. Das ist echt die meiste Arbeit, ganz ehrlich. Hinter jeder Autofahrt ein bisschen Musik zu hinterlegen. Da ist es nicht einfach so, du cuttest, sondern du musst dir wirklich jede Folge nochmal einzeln angucken und sagen, alles klar, hier ist jetzt Musik, die du besser mal rausschneidest und was anderes hinterlegst. Deswegen, also wenn ich 3 Stunden aufnehme, muss ich allein 3 Stunden gucken nochmal und bisschen Zeug dahinter legen und hin und her, das ist dann nochmal eine halbe Stunde Arbeit und dann rendern. Und pro Folge ist das dann halt auch nochmal 10 Minuten bis Viertelstunde rendern. Jetzt könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie viel Arbeit hinter einer Folge steckt. So sieht's aus. Aber es macht ja Spaß. Sonst würde ich nicht machen.
alles klar, wir müssen hier irgendwie, sind wir schon da? Warum ist denn hier das Kreuz da? Und warum ist... Moment. Karte? Ach so, ja, ja, genau. Und hier müssen wir irgendwie ab. Kriegen wir auch auf Reihe. Und zwar fahren wir hier jetzt mal irgendwo, wenn wir dürfen, in die Prärie. Ja, super, super gelaufen. Hoppla. Ja, Bullshit, da hast du recht, mein Freund. Und Kupferstecher. Und hier geht's hoch. Das sieht tatsächlich nach einem... Oh, wir haben Patrouillen. Okay. Aber das sieht nach einem Steinbruch aus. So, haben wir einen genauen Aufenthaltspunkt? Jetzt haben wir auch ganz viele... Warte mal, HS, HS, HS. Was ist ein HS? Ach, Tauchboot. Okay, interessiert uns gerade nicht. Wuppla! Momentchen. Jetzt machen wir Pause hier. So. Voilà. So. E-Mails, genau. Mord, Mord, Mord. Wo ist die nächste von Mord? Mord, 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 Mord. Ostrowski, genau. Jetzt lass mal nochmal gucken hier. Ralf Ostrowski. Irgendwo da. Super. Super Angabe. Ja gut, dann fahren wir hier einfach mal hoch. Wow. Ja, das sieht gut aus. Also zumindest mal von der Straßenführung her sieht es verdammt ähnlich aus. Also ähnelt es verdammt der E-Mail, die wir bekommen haben. Jetzt müssen wir den Pisser nur noch finden. Hoppla. So, gleich sind wir wieder auf der Hauptstraße, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Was? Soll ich den jetzt hier suchen gehen oder was? Ja, der läuft ja hier mit Sicherheit nicht blöd rum. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht hochkommen. Nein, dass wir in diesem... Jetzt lass mal auf Karte gucken. Jetzt haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Ja. Jo, das wird hier sein. Aber... Ja, der wird wohl in den Wach... Ich hoffe, dass er in den Wachhäuschen ist. Moment. Ja, die Ballpapp. Bullpapp. Wie auch immer. Sorry. So, dann wollen wir mal schauen. Ist jemand zu Hause? Hier kommen wir nicht rein. Habe ich mir schon fast gedacht. Sah ziemlich nach Textur aus. Hallöchen mit Öchen. Ich muss den ja auch fangen, oder? Oh shit, was gibt's denn hier sonst noch? Was ist, wenn wir hier quer rüberlaufen?
Also eine etwas genauere Angabe, wo der Typ sein soll, wäre ganz klasse gewesen. Weil irgendwo im Steinbruch, bei so einem riesen Steinbruch, fuck me, wo ist der? Da oben ist auch keiner drin. Och, was, ganz ehrlich, was weiß ich. So, die Karte gibt mir jetzt auch keinen genauere Auskunft, wo der sein soll. Wir gucken nochmal in diese blöde E-Mail. Beim Steinbruch. Allem Anschein nach ein altglatter Typ, er wird also wahrscheinlich abhauen. Ralf Ostrowski. Okay, also die Mitte des Bildes ist der Gipfel. Was? Ich wollte dich daran erinnern, für diesen Heli aus Fort Tantante brauchen. Hast du bestimmt nicht vergessen, oder? Nein, habe ich nicht vergessen. Ich bin gerade was anderes am erledigen. Mann! Okay, Auto, Auto, Auto. Den habe ich schon ein Auto gesehen, oder? Ja. Okay, ab ins Auto. Die Karte an, die Karte an. Reinzoomen und irgendwie mal hier so, keine Ahnung, hin, bitte. Da kommen wir nicht hoch. Alles klar, den Typ, der muss doch zu finden sein. Dann fahren wir jetzt einfach mal diesen komischen Berg hoch. Halt, wir müssen hier lang. Auch wenn ich das gerade nicht verstehe, dass wir hier lang müssen, aber naja, okay. Das Navi sagt uns, wir müssen hier lang. Wieder mitten in der Nacht. Hallo! Das Navi sagt uns, wir müssen da lang. Hä? Und da kommen wir doch gerade, oder? Ne, wir kommen von da unten. Okay. Ich verstehe. Dann fahren wir halt hier hoch. Oh, das gibt's doch nicht. Ist doch scheißegal, da kommen wir da auch lang, oder? Wir müssen gleich halt nur rechts. So, hier lang. Ja. Und jetzt, da lang. Das ist gar nicht der Gipfel. Hier ist doch kein Schwein. Da unten läuft er doch. Muss ich den abknallen oder muss ich den fangen? Das ist echt eine gute Frage. Well, look who it is. Schnapp dir den Kautions. Okay, schnappen. Verdammt.
ist ein Kautionsflüchtling. Natürlich muss ich ihn schnappen. Scheiße. And where I can see him, boyfriend. No, no, stay away from me. Na gut. Ich hätte vorher einen Platten reinschießen sollen. Idiot. So, es wird doch langsam wieder hell, das ist gut. Da kommen die Bullen, das ist nicht so gut. Ah, voll reingebellert. Gebellert, genau. Irgendwas brennt hier. Irgendwas brennt hier auf. Bin ich das nicht. Mein Reifen brennt. Oh, was ist denn jetzt hier los, ey? Wo kommt der Wagen her? Jetzt mal ernsthaft. Huch. Erledigt. Okay. Ja, scheiße. Ich wollte ihn nach Hause bringen. Okay, wir haben 3 Sterne. Das wird mir langsam zu heiß hier. Wir sollten uns vom Acker machen, aber ganz schnell. Ich finde es total geil, dass da auf einmal ganz viele Autos über ein Steinbruch kommen. Hubschrauber auch hinter uns. Super. Mach die Scheiße mal aus da. So. Wann bin ich denn mal hier aus dem Gedöns draußen? Wow! Jetzt bin ich aus dem Gedöns draußen, alles klar. So, und ab in den Windpark. Ein bisschen die falsche Richtung. Ja, scheiße. Jetzt habe ich voll den... Typ abgeknallt. Scheiße. Nervt mich gerade ein bisschen. Das heißt, der ganze Stress, den ich jetzt hier habe, der ist für nichts gewesen. So, lass mich mal wieder auf die normale Fahrbahn irgendwie. Dankeschön. Ja, du könntest auch... Okay, dann bleib halt stehen. Cocksucker? Raus. Na gut, ich würde sagen, ich versuche jetzt hier noch halbwegs den Bullen zu entkommen. Und dann machen wir hier auch mal einen Cut. Jesus! 6 Flaschen sind fast leer. Ich habe jetzt noch einen Schluck drin. In der letzten. Ich kriege auch langsam Kopfschmerzen. Und ich meine, es ist ja schön, dass ich die ganze Zeit spiele und spiele und spiele und aufnehme und aufnehme und aufnehme. Aber ich muss den Scheiß ja auch noch cutten und rendern. Ich habe noch 12 Folgen da liegen, die ich noch nicht bearbeitet habe. Das hier werden jetzt auch nochmal, keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren. Dadurch, dass ich öfter mal auf Toilette gehen müsste. Kann ich jetzt nicht sagen, wie lange wir insgesamt dran sind. Wow!
Komm, hau ab. Bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Verpisst. Oh, Alter, ihr seid aber ein wenig nervig. Ja, das ist die LSPD, alles klar. Mann. So wie das aussieht, dauert meine Flucht jetzt noch eine halbe Stunde. So, lass uns mal hier rüberfahren und ein bisschen Blödsinn beim Gegenverkehr machen. Das scheint funktioniert zu haben. Auf jeden Fall ist uns keiner mehr hinterher. Na. Ich muss auf jeden Fall eine Pause machen. Okay, lass es hier mal runter. Halt, sorry. Alles klar, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Ja, der Bekanntheitsgrad ist gesunken. Ja. Okay, stellen wir uns mal hier hin. Hier ans Dixie-Klo, es gibt ein schönes Bild. So. Das Dixie-Klo ist stellvertretend für diese Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie oft war ich auf Toilette? 5-mal? 6-mal? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, mache ich jetzt eine Pause. Ne? Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wo auch immer ihr gerade das Ding hier guckt. Und sage, tschüssen!